Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Wir starten die neue Woche mit einem außerplanmäßigen Tierarztbesuch. Bruno hat einen Hornhautdefekt. Also er hat sich am Auge verletzt, eine ziemlich große Stelle. Wir haben auch die Woche dann nochmal Nachkontrolle. Ja, so fängt die neue Woche gut an. Ich habe Augentropfen mitbekommen. Die hier muss ich stündlich heute ins Auge geben für den restlichen Tag. Das sind antibiotische. Wir hatten eigentlich immer andere mit einem anderen Wirkstoff. Ich weiß bei dem Wirkstoff, dass Emmy und ich glaube auch Lotte sehr allergisch drauf reagiert haben, vor allem Lotte. Deswegen, ja, ich hoffe, Bruno verträgt die. Also ich hätte lieber die anderen gehabt. Einmal dann noch die Remen, die besten befeuchtenden Augentropfen, die es gibt. Ja, also das heißt, ich werde heute halbstündlich Augentropfen den restlichen Tag über. Und ja, dann hoffe ich, dass er die verträgt. Machen wir ein Familienfoto und man sieht dich gar nicht. Mach die mal ein bisschen größer, Schatzi. Bei Lotte war es damals eh schwierig, weil die hat nur ganz, ganz wenig Augentropfen vertragen. Ah ja, das tut weh, gell? Also Lotte war auf die meisten Augentropfen allergisch und hatte da die schlimmsten allergischen Reaktionen. Und Emmy war da auch sehr empfindlich. Holly hat alles vertragen, zum Glück. Die hatte ja damals diesen schlimmen Defekt. Zum Glück hat sie alles vertragen und ich hoffe, Bruno hat Hollys Gene geerbt, gell? Ja, da sieht man, das Auge wurde eingefärbt mit dieser... Eigentlich ist die Flüssigkeit orange, im Auge wird es dann aber grün und was sich dann im Auge grün anfärbt, ist der Defekt. Bruno ist tapfer und isst seinen Petersilienbrei. Super. Super, Bruni, ganz toll. Ich habe ihn jetzt mal ein bisschen sauber gemacht mit dieser grünen Einfärbeflüssigkeit, die da aus dem Auge rausgelaufen ist. War er ja ganz eingesuppelt. Na, Bruni, haben wir dich einmal ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt lässt er sich schmecken. Einmal pflücken für die Babys. Hier gibt es nicht ganz so viel. Aber ja, nur... Auf die Schnelle. Wir haben aber von gestern noch was. Da habe ich ja richtig viel gepflückt. Wenn die Wiese nicht mehr so viel hergibt, dann kann man natürlich auch zum Beispiel Himbeerblätter pflücken, also von Sträuchern oder von Bäumen die Blätter. Haselnuss ist zum Beispiel sehr beliebt oder Buche oder auch Obstbäume die Blätter. Und man kann auch Himbeere pflücken. Hatte Physio und er hat es heute richtig gut gemacht. Also er hat sich so gut gehalten auf dem Balancekissen. Wirklich richtig gut. Meistens muss er, also braucht er immer so ein bisschen Zeit, bis er quasi sich aufgewärmt hat. Aber dieses Mal echt von Anfang an richtig toll. So, jetzt fahren wir heim und tropfen weiter die Augen. You're growing in the Foto. Ein Familienfoto.
Die Familie läuft aus dem Bild in alle möglichen Richtungen. Ja, mir ist bei der Autofahrt eingefallen, dass es jetzt ein Jahr her ist, dass ich den Unfall hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich den am 1. Oktober hatte oder ob ich ihn am letzten Tag im September. Nee, ich hatte ihn am 1. Oktober. Und am 31. Oktober habe ich mein neues Auto bekommen. Also einen Monat ging das Ganze. Das hat sich ja ewig in die Länge gezogen. Zum einen, der Unfall war am Samstag, dann war Sonntag, dann war Montag der Feiertag. Da hat sich das schon alles in die Länge gezogen. Und dann, ja, dann, es fiel immer auf dem Wochenende alles. Also diese ganzen Dinge von der Versicherung und von dem Gutachter und dieses und jenes, es fiel irgendwie immer auf dem Wochenende und hat sich immer in die weitere Woche verschoben. Dann gab es ja keine Autos. Gott, dann hatte ich so, also es gab keine Autos, in meiner Preisklasse zumindest. Und dann mein Auto, das war echt, das war dann wie Schicksal, dass ich dieses Auto bekommen habe, weil als ich das dann gefunden hatte, dann lief auf einmal alles wie am Schnürchen, aber bis dahin, und wir mussten ja immer jeden Tag, also ja nicht jeden Tag, jeden zweiten waren wir dann beim Tierarzt. Das war, Gott, das war, muss ich immer mit dem Bus und Zug fahren und das war schrecklich. Und dann fing es ja Emmy an, schlechter zu gehen in der Zeit. Schrecklich, schrecklich, ohne Auto, schrecklich. Man ist so aufgeschmissen, wenn man keine Babys hätte. Nur ich wäre nicht so schlimm, aber Tierarzt, Babys und... Ach, schrecklich, es war echt schrecklich. Ja, aber ist mir eingefallen. Ein Jahr ist das jetzt her, Mann. Hatte ich Glück. Mir ist immer noch unerklärlich, was da auf der Straße war, was auf einmal so glitschig war. Also das war wie, als ob jemand Schleim hin hätte auf die Straße, komplett die Reifen weggezogen. Also Wahnsinn. Naja, ich hatte einen Schutzengel. Ich hatte einen großen Schutzengel und ich habe auch einen Schutzengel. Das weiß ich. Und ich weiß, dass mein Schutzengel sehr, sehr gute Arbeit leistet. Das Lustigste war, ich hatte Eier vorne im Korb oder vorne oder hinten. Den Eiern ist nichts passiert. Auto war total Schaden. Aber die Eier... Die Eier, die waren alle heil. Ich glaube, es war einfach nur eine sehr dumpfe Stelle, wo ich bei dem Auto hingekommen bin, dass dann eben so viel kaputt war, dass es nicht mehr zu retten war. Oder dass sich eine Reparatur einfach nicht mehr gelohnt hätte. Ja, oder halt generell. Aber die Eier waren noch ganz. Ich war auch noch ganz. Bis auf halt nicht das Übliche, was man hat. Meine kleine Zehe tat weh, das weiß ich nicht. Und ich glaube, ein Fingernagel ist abgebrochen. Und ja, der Nacken tat am nächsten Tag weh. Aber ansonsten, ja, vielleicht mal ein paar blaue Flecken oder so. Aber ich hatte echt Glück. Und die Eier auch. Toni Bruno ist am Trinken. Nach der ganzen Aufregung heute. Und ich habe vorhin die Wäsche eingeräumt, weil ich dachte, wenn ich losfahre, mache ich die Waschmaschine an. Und während ich dann weg bin, kann die Waschmaschine waschen. Und wenn ich da bin, ist es fertig. Was hat Simone vergessen? Die Waschmaschine anzumachen, weil es dann wieder so knapp war. Also mache ich jetzt die Waschmaschine an. Muss ich erstmal geputzt werden und der Bart gekämmt. You couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change. Hey, it's not right or wrong. It's about trying find the silver lining. Rain and fire, heis and knows you name it. Aber er ist am Saal rein. Das ist schön. Und Erik ist draußen in der Nacht verschwunden. Das ist schön. The world goes by and by.
Zuschauerfrage heute von Steffi. Habt ihr einen Lieblingsmenschen? Schreibt es gerne in die Kommentare, gerne auch neue Zuschauerfragen unten in die Kommentare und wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Tschüss!